Willkommen zu uns Reifens 23 mit Teamkarriere mit Audi, dieses Mal in Miami und ich ja weiß nicht, aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, heute könnte was Großes passieren, aber ja, gucken wir mal rein, ich denke mal, Qualifying wird wie immer eher miserabel werden und 26 Grad natürlich Miami, das Sunshine State und es ist cool hier zu sein, die Strecke ist toll und hier haben wir sie, 5,4 Kilometer, 19 Kurven und eine Strecke, ja, die natürlich eher als Notstopfen da ist, aber ja, dennoch sehr, sehr cool geworden ist. Hier sind wir und los geht's, ab ins Qualifying. Wir kommen aus der letzten Kurve raus, beziehungsweise, ja, es ist ja nicht mehr eine richtige Kurve, man fährt hier Fullspeed. 22. Platz, es ist eher semi-gut, wie wir hier durchkommen, aber generell auch der erste Sektor. Abonniert unbedingt gern, falls es meine Videos gefallen, lasst doch unbedingt gerne einen Daumen nach oben da und schaut unbedingt gern auf meine Social Media Channels vorbei, falls ihr nicht von dort kommt. iTunes-Gaming auf Instagram, da werden wir auch immer mehr, fällt mir auch, aber auch natürlich auf itz-tobi. Macht die 13k endlich voll, Links immer alle unten in der Bio oder halt, ja, einfach abschreiben hier. Los geht's hier aber mal aus dem ersten Sektor raus mit dem 20. Platz. Mein Secret Place hier ist auf jeden Fall der Mickey Mouse Sektor, wie ihn die Fahrer nennen. Es ist diese eng umschlingelte Kurve 16, 17 da oben halt. Also man kann die wirklich so gut schneiden in dem Spiel, da machst du so viel Zeit gut. Und da kommen wir, ja, absolut nicht hinterher. Es ist P17, gerade auf den Geraden fehlt natürlich immer noch ein bisschen an Speed. Das wird jetzt auch noch die nächsten zwei, drei Rennen auf jeden Fall auffallen. Jetzt hier fähr ich ein bisschen rechts an, schneid dann links, ja, dann nehme ich zwar die Stange mit, aber es ist halt so ein bisschen ein Cheat in dem Game, weil wenn man das so hardcore schneidet, ich fahre natürlich mit Traktionskontrolle Mittel und Schwierigkeit 88, aber wenn man das schneidet, erspart man sich so viel Zeit, ihr habt es gesehen, Purple im Mittelsektor und das bringt uns auf den 10. Platz, also das wäre schon cool, wenn wir von da irgendwo starten würden. Aus der letzten Kurve müssen wir natürlich noch ein bisschen oh mein Gott, der Querstürmer aber nicht gut, das, ja, der hat ein paar Zehntel gekostet, ein paar Tausendstel, das ist leider dann doch nur der 10. Platz, ich hätte mir gewünscht, dass wir da ein bisschen mehr holen, aber trotzdem, P10, gucken wir uns mal die restliche Startaufstellung an, wo alle so starten werden. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Gasly, der Wissenschaftler, Ocon, Bottas, Oscar Piastri, Perez, Stroll, Joe, Tsunoda, Magnussen, Norris, Hülkenberg, De Vries, Doohan, Sargent, Doohan. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. P20 für Jack Doohan. Egal, aber jetzt geht's hier ins Rennen in Miami. Round 6, hier 5, glaube ich, ist es erst. In Miami und so startet wie immer bombastisch. Ich habe mich diesmal für den Mainstream entschieden. Wir werden mit den roten Reifen ebenso starten, wieder größtenteils hier vorne. Und wir fahren auf 88 Schwierigkeit, Traktionskontrolle, Mittel. Und jetzt heißt es natürlich mal aufpassen hier. Denn auch in Lewis, ein Russell, die sind nicht so unheimlich schnell. Also die kann man holen. Oh, da komme ich viel zu weit drauf und auf den Körper drauf. Da kommt es zur Berührung mit Carlos Sainz. Das war natürlich super optimal. Diese erste Kurve, da kommt es auch zum Verbremsen. Ich glaube bei Lewis Hamilton, der kann aber trotzdem hier. Oh mein Gott, direkt mal gucken, ob der hier keinen Flügelschaden hat. Das ist Gott sei Dank nicht. Und ja, das ist ein holpriger Start in die erste Runde rein. Da hat es uns ordentlich geschwafelt hin und her. Hier war nur ein kleiner Cut, weil ich Pause angemeldet hatte. Also nicht glauben, ich cut hier irgendwas oder so. Wenn es gecuttet ist, dann werdet ihr das auch erfahren. Oh, hier wieder mit dem Quersteher. Ich will auch ein bisschen zu viel. Ich sehe die Leute da vorne auch vielleicht sogar das erste Mal, dass das Podium sogar da ist und da willst du auch leider manchmal echt, ja, mehr als das Auto hergibt. Ich glaube, so ist es auch Vettel in den letzten Jahren gegangen, bevor er dann retired hat. Purple im zweiten Sektor, aber ja, natürlich, so überfahren darf ich das Auto nicht. Das kostet unnötig einen Reifen und vor allem auch natürlich kostet dann das auf Dauer sehr, sehr viel Reifen. Da täuschen wir rechts an, links an und gehen dann rechts vorbei. Hier gucken wir uns den Start nochmal an. Der war ziemlich gut. Wir sind da wieder mal an zwei, drei Leuten direkt vorbeigekommen. Also der Start ist im Gegensatz zum kompletten Game viel, viel einfacher. Also dieser Start ist Idioten einfach. Auch mit Traktionskontrolle, ein Mittel, aus. Also ja, hier kommt es dann zum Händler beim Einlenken.
und da wollte ich partout nicht den Platz hergeben und ja, da komme ich auf den Curb. Es ist halt dieser harte Curb, also dieser hohe Curb und ja, natürlich habe ich das nicht beachtet, dass die so hoch sind und da, ja, war es natürlich schon geschehen. Jetzt sind wir auch hier an George Russell dran, Leute. Es ist ein Phänomen, wie schnell wir hier sind, gerade im Mittelsektor. Also da fehlt es uns zwar auf der Geraden an Pace, aber im Mittelsektor machen wir die Zeit gut, da schießen wir nach rechts. Ich wollte zuerst links vorbei, aber das tat natürlich Russell gut aus. Ja, gekundschaftet, der wusste das hier. Und wir übernehmen hier auch, wenn es hart und knapp ist. Ja, aktuell, jetzt nehmen wir mal die schnellste Rennrunde mit. Und jetzt probiert Russell hier wieder zurückzukommen. Aber wir haben natürlich immer noch die Innenbahn und können hier den dritten Platz übernehmen, Leute. Das wäre Podium heute. Und das hätte ich echt nicht geglaubt, dass wir das schaffen können. Jetzt mal schauen. Also das wäre schon optimal hier, das Podium. Besser würde es nicht gehen. Ja, aber dieses Setup, das ich hier habe, ist halt einfach gerade in diesen schnellen Kurven sehr, sehr unpraktisch. Also mir fehlt es da an Pace. Ich probiere auch eine andere Linie zu fahren, aber die war noch schlechter wie die erste. Ja, man muss natürlich auch ausprobieren. Hier, glaube ich, wird es aber noch nichts. Auch wenn der Flügel offen ist, wird es knapp werden. Also, ja, auf der langen Geraden, da muss ich mich wahrscheinlich schon ordentlich verteidigen. Und da ist er schon, Russell. Da ist er schon wieder neben uns und fast schon wieder vorbei. Gerade noch so konnten wir da ja unseren Fuß in die Tür reinstellen. Da bewegen wir uns auf engen Terrain. Ich weiß natürlich, ist es dumm, sich zu verteidigen und so, weil es nur Zeit kostet. Aber was soll ich machen? Ich meine, ich will das Podium heute um jeden Preis. Natürlich auch nicht, aber hier wieder im Fight mit George Russell, nein, diesmal Lewis Hamilton. Also das ist echt, die wechseln sich auch ab hier, mich zu beschatten. 4,8 Sekunden sind wir jetzt schon hinter Leclerc. Und ja, das kostet natürlich einiges an Zeit, wenn wir uns hier verteidigen müssen. Und ich muss mir auch immer das komplette ERS, weil ich so die Runde spare oder so ab Sektor 2 spare, muss ich wirklich für diese lange Geraden aufheben. Denn es ist so verdammt wichtig, dass ich hier wenigstens beim Rausbeschleunigen ein bisschen DS benutzen kann. Sonst, ja, wäre es nahezu unmöglich. Jetzt bin ich halt auch schon ein bisschen im Überlegen, denn die Reifen sind schon durch, aber es ist natürlich auch dumm, dann wieder auf weiß zu gehen, also muss ich einfach länger durchhalten, schlichtweg länger durchhalten als die anderen und, oder genauso lang mal durchhalten als die anderen und mal schauen, wie lang das Ganze noch gut geht. Das sind 20 Runden, 35% Rennen und da musst du auch echt schauen, wie das Ganze, wie langlebig das Ganze sein wird. Ich freue mich halt echt auch extrem auf die nächsten Rennen. Gerade Imola ist cool, aber am meisten freue ich mich natürlich auf das komplett umgebaute aber es gibt ja natürlich hier jetzt kaum mehr Kurven, die nerven in Spanien und da freue ich mich schon ordentlich drauf. Also da muss ich echt sagen, Spanien, here we go, I love Spain. Also wirklich, Spanien wird saugeil. Und um das noch einmal, aber das wird dann erst Dienstag, Mittwoch irgend sowas kommen. Breaking Point habe ich aktuell mal pausiert, weil ich einfach ein bisschen zu sehr im Hype von diesem My Team gerade bin. Ich weiß auch, ihr feiert das viel mehr wie Breaking Point. Und deswegen, ja, wird es das komplette Wochenende. Also auch morgen und auch übermorgen wird dann direkt, morgen kommt dann gleich Imola. Und auch übermorgen sollte dann gleich Monaco kommt. Montreal dann wahrscheinlich, Spanien dann mal. Und Montreal natürlich auch noch. Ich freue mich extrem, auch die Formel 1 kommt natürlich nach Österreich. Und geplant ist natürlich auch, dass ich es vielleicht sogar schaffe, bis zu Österreich, dass wir auch in Österreich sind. So, aber jetzt geht es hier mal in die Box rein. Ich habe es wirklich lang wie möglich rausgezögert. 42% ist eigentlich eh noch okay. Und ja, jetzt mal schauen, vielleicht können wir da was machen. Vielleicht wird das was, dass wir hier nicht allzu weit nach hinten fallen. Der Boxenstopp war diesmal endlich mal optimal, man hat nichts verkackt, ich freue mich so. Also wir hatten ja jetzt wirklich zwei, drei Rennen hintereinander, wo sie immer wieder den Boxenstopp verkackt haben. Also es waren auf jeden Fall zwei Melbourne und oh, da kommt es zu leichten Berührung mit Yuki Tsunoda, aber das war natürlich jetzt auch nicht so tragisch. Jetzt sind wir hier in Magnussen dran und ich muss natürlich pushen, denn ich weiß auch, hier geht es um meinen ersten Podiumsplatz. Und ja, ich darf mich natürlich auch nicht hier mit Magnussen zu lange aufhalten lassen. Und da ist ein Riesenstau. Norris, Bottas, Albon und davor noch jemand. Aber die biegen nicht alle in die Box ab, aber die meisten davon. Alonso jetzt auch hier mit 1,8 Sekunden. Der war aber schon in der Box drin. Also gegen den fahren wir auch all in all. Und ja, das wird knapp werden. Das wird sehr knapp. Alonso ist
Nein, Alonso fährt hier erst. Wir fahren ja nicht gegen Alonso an sich, sondern gegen die Mercedes. Und da ist mal Hamilton hinter uns rausgekommen und der Russell ist weitergefahren. Also das kann noch spannend werden. Da probiere ich es aus, das geht natürlich nicht. Und der Motor ist schon leicht gelb. Das bedeutet, wir müssen da jetzt auch bald mal gucken. Vielleicht in ein, zwei Rennen, dass wir da mal alles austauschen. Mal für Strafen, denn die Season ist sehr lang noch. Und ja, es war mir auch klar, dass wir gerade in der ersten Season sicher zwei, drei Mal Strafen in Anspruch nehmen müssen. Denn es ist halt einfach so, die Strapazierfähigkeit, ich gucke zwar auch immer wieder, aber ehrlich gesagt ist mir wichtiger, das Auto nach vorne zu bringen, als wie die Strapazierfähigkeit. Und ja, Stand jetzt so sind wir immer noch all in all pro Runde mindestens eine halbe, dreiviertel Sekunde langsamer als ein Charles Leclerc, als ein Checo Perez, als ein Max Verstappen. Und da ist es viel, viel wichtiger, die Gap aufzuholen wie Strapazierfähigkeit. Hier fahre ich eine andere Linie wie Lance Stroll. Probiere hier etwas, aber das hilft nichts. Also das war eher semi-gut. Und jetzt aber im Windschatten im DRS und ja, der Exit war natürlich jetzt eher semi-gut. Aber trotzdem, ja, das könnte trotzdem noch reichen. Hier setzen wir uns links neben. Das ist nämlich noch viel. Oh mein Gott! Da kommt die Berührung mit der Mauer. Dann mache ich fast den Latifi in Abu Dhabi. Aber alles gut gegangen. Nix, kein Schaden da. Er ist aber ein. Also, aber es ist trotzdem kein Adapt. Bin ich auch froh drüber. Und jetzt geht es aus der letzten Kurve raus. Jetzt werden die Hosen runtergelassen. Jetzt ist der Mercedes in der Box. Aber zuerst gucken wir uns mal die Replay an. Und hier kommt es dann genau. Das ist Runde Nummer 5. Und boah, da rutschen wir über den Köpfen. Das war, wo ich die andere Linie probiert habe zu fahren. Und das hat natürlich gar nicht funktioniert. Und hier sehen wir dann auch die, ja, möge die Macht mit dir sein. Hinter uns der Krieg der Sterne. Aber in erster Linie wollen sie eigentlich nur mich bekämpfen und nicht das Imperium. Und da gehen wir ganz, ganz nahe. Und da war ja schon da. Da decken wir ein bisschen Lewis ab. Da gehen wir aber sehr weit. Und da kann ich ein bisschen, trotz Track Limits, können wir da innen an dem Mercedes vorbeigehen. Und da wäre fast die Chance für Sainz da gewesen. Das ist dann die, ja genau, gegen Magnussen. Die lange Geraden gegen Magnussen. Und da ziehen wir, glaube ich, auch aus an innen, genau. Da gehen wir nach innen und das war auch sehr schön. Aber dann war es sehr eng hier. Da mussten wir uns auch sehr, sehr schnell einen Platz finden. Denn wie gesagt, es geht hier um unser erstes Podium. Es wäre einfach zu toll, wenn wir das schaffen würden. Ich freue mich so sehr da. Also das wäre unnormal geil. Und hier dann gegen Fernandes. Dann ist mal Stroll, genau. Das ist mal Lance Stroll. Der hat doch gut abgedeckt, aber natürlich hat er doch stumpfe Waffen. Ja, boah, das war... Hallo, viel zu falsch eingeschätzt und dann fast in die Mauer gefahren. Da kann man wirklich vor Glück sagen, wer Simulationsschaden hat, dann wäre es schlimmer gewesen. Wir sind alles gut gegangen, wir sind vor Lewis Hamilton rausgekommen, aber leider wieder ja, in diesem Sekundenfenster. Das bedeutet halt, ja, kämpfen bis zur Ziellinie. Da werden wir auch nicht mehr rauskommen, denn unsere Reifen sind dann noch älter als die von Hamilton und Co. Also, boah, ja, einfach kämpfen. Wir müssen uns halt einfach ja, zur Wehr setzen. Und wenn es dann nicht mehr geht, einfach, ja, Schadensbegrenzung. Ich denke mal, hinter dem Mercedes ist eh eine kleine Lücke. Der Ferrari ist natürlich auch unfassbar schnell. Und ich meine, wenn ich hier oben sehe, 16. Runde, 13 Sekunden Rückstand, das heißt fast 2 Sekunden sind die, fast eine Sekunde sind die pro Runde schneller. Das ist dann schon gewaltig, muss man sagen. Und ja, da fehlt es dann wirklich noch an Race Pace, wirklich. Also, Quali Pace sowieso, aber Race Pace fehlt da auch noch einiges, dass wir da generell mal, sagen wir, auf normalem Niveau in einem normalen Rennen um den ersten Platz fahren können. Oder sagen wir mal, ums Podium fahren können. Denn auch die Mercedes sind natürlich um Welten schneller. Wäre ich in dem Mickey Mouse Sektor nicht so schnell, also würde ich da nicht so gut durchkommen, hätten die mich schon dreimal auf der Geraden vernascht, also hundertprozentig. Aber ja, so ist es halt mal. So ist Racing, that's Racing. Ich denke mal auch, dass wir dann in Spielberg vermutlich keine guten Karten haben werden oder auch in ja, Kanada wird schwierig werden. Lange Geraden, viel DRS. Da heißt natürlich wieder, wie aus der Haarnadelkurve besser rauskommt. Sehen wir aber dann alles mal. Jetzt kommt man dann mal Spanien. Da werden wir vermutlich am besten unsere Strafen aufholen können. Aber das wird dann halt auch schon knapp werden. Denn in Monaco und dann auch noch in Imola mit diesen Komponenten durchhalten wird unnormal schwierig. Wir sind in der letzten Runde, Leute. Es sind eine halbe Sekunde zu Russell und Sainz hat sich jetzt mal Hamilton geholt. Und jetzt habe ich schon einen kleinen Train, der heißt Russell, Sainz, Hamilton und Checo Perez, die alle warten nur genau auf so einen Fehler wie hier, dass ich irgendwie neben die Strecke rutsche, dass da einer vorbeikommt und ja, ich bin schon quasi ein DRS-Train hier.
Gerade Sainz und Russell, die drücken ordentlich an und sagt, das DRS ist enabled. Ich habe auch mir hier gedacht, dass ich eventuell abbremse oder halt, wenn es dann nicht mehr geht, ihn vorbeilasse, nur um dann auf dieser langen geraden DRS zu bekommen. Aber ich denke mal, der wird verteidigen um sein Leben und ja, das würde ich auch, das mache ich ja auch. Also jetzt heißt natürlich beten, dass sich das ausgeht, dass ich gut durch den Mickey Mouse Sektor komme, dass hier keine Strafe mehr da ist und gut durchgekommen, sehr schön, sehr clean, da habe ich auch ja nicht viel geschnitten und da war es 1,4 Sekunden jetzt auf einmal, wo sind die denn her? Nicht mal DS-Fenster für Russell, okay, ich bin schon still. Jetzt habe ich dann noch gewartet, dass er es ganz spät aufgedreht. Da werden wir einmal, ja, da kommt er zwar vorbei, aber der ist nicht so schnell, als ich mir das Ganze gedacht habe. Der schießt zwar da rein. Ja, da müssen wir Platz machen, aber wir beschleunigen ordentlich. Oh mein Gott, und nochmal hier. Aber ich glaube, das reicht. Das reicht hier, um das Podium mitzunehmen. Wir werden hier das erste Mal in der Geschichte von Audi in F1 23 auf dem Podium stehen. Ich freue mich extrem, Leute. Der dritte Platz war heute sehr verdient. Nach dem Start, ja, konnten wir es eigentlich halten. Also, es war jetzt nicht, dass wir das Ganze gemanagt haben. Aber man muss schon... Sieg für das Team aus Milton Keynes nach einer vortrefflichen Leistung. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Während wir uns unterhalten, sind die Fahrer auf dem Weg zum Podest. Was für ein fantastischer Sieg für das Team von Red Bull. Sie haben heute eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und ein wahnsinnig spannendes Rennen abgeliefert. Glückwunsch an das ganze Team. Ich freue mich so extrem, Leute, das Podium. Ich hätte nicht gedacht, dass es so früh in der Season schon dazu kommen wird. Aber es, glaube ich, war auch nur eher eine Eintagsfliege. Und das bringt uns ja in die Weltmeisterschaft auf den 7. Platz. Wir haben zwar schon 74 Punkte Rückstand, aber nehmen noch die 38 Punkte mit. Also das ist sehr wichtig auch für unser Team. 38 Konstrukteursweltmeisterschaftspunkte. Und da gibt es schon ordentlich was am Ende der Season dann. Ja, als Geld. Ich freue mich da wirklich drauf. Das könnte sehr spannend noch werden. Hier mit Lando Norris. Aktuell führt er in die Rivalität. Aber wir wissen, das kann sich sehr schnell ändern mit einem Ausfall oder so. Kann sich das echt sehr schnell ändern. Check Dohan. Ja, wir sind fast levelgleich. Da fehlt nicht mehr viel. Ich glaube auch, dass hier nicht mehr viel fehlt, dass wir uns den ersten Sponsor leisten können. $0 Schaden finde ich auch sehr gut. 3000 ist jetzt auch minimal. Kann man nicht meckern. 3 Millionen haben wir jetzt im Konto. Ob sich da was ausgeht, weiß nicht. Wir sind ja Neulinge der Formel 1. Da ist alles ein bisschen teurer und alles ein bisschen, ja, exklusiv. Ich mache immer den Automanager, denn die nehmen einfach die wichtigsten Sachen. Wir gucken hier mal. Ich nehme nicht die Strapazierfähigkeit, for really. Wir nehmen hier Aerodynamik, denn das Auto hat sich echt nicht so toll handeln lassen. Liegt natürlich jetzt nicht nur an Aerodynamik, sondern auch am Setup. Aber trotzdem, aber für heute war es mal, Leute. Ich freue mich extrem, dass ihr dabei wart bis zum Schluss. Und ja, ich habe jetzt was überlegt. Wir werden immer ein Gruselwort am Ende nehmen. Und für alle, die das Ganze durchgeguckt haben, schreibt es in die Kommentare und verrät auf jeden Fall den anderen nicht, warum ihr das in die Kommentare geschrieben habt. Für heute ist es mal Wasserträger. Also schreibt das gerne in die Kommentare und seid kein Wasserträger. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wie gesagt, morgen sollte es direkt weitergehen. Wir werden morgen dann in Imola sein. Kein Sprint, nein, nicht in Imola. Schade, abonniert gerne den Channel. Schaut gerne auf Fritz_Tobi auf TikTok vorbei. Macht die 13.000 voll und auch gerne auf Instagram. Abonniert gerne meine Social Media Channels, die unten in der Bio natürlich verlinkt sind. Und falls es mein Video gefallen hat, würde ich mich gerne über euch herumfallen freuen. Und ja, auch gerne über kostenloses Abo. Bis morgen oder später und ciao.